Entschuldigung, ist hier die Social Media Therapie? Ja, da sind Sie genau richtig. Sie müssten der Herr Neubauer sein, oder? Ja, okay. Dann setzen Sie sich einmal bitte hin. Also, wir haben uns heute ja hier ein bisschen zusammengesetzt, damit wir das Thema Social Media und Angst und das Posten-Thema da irgendwie bewältigen können. Deswegen ist es jetzt mal ganz wichtig, damit wir einen guten Fortschritt erreichen können heute, dass Sie mir mal kurz erzählen, mit welchen Ängsten Sie zu kämpfen haben, wenn es um das Thema Social Media geht und da irgendwie zu posten oder wie Sie so erzählt haben. Erzählen Sie einfach mal. So, jetzt sind wir mal fertig mit dem Schauspielspektakel hier. Wie hat dir sowas mal gefallen? Aber du kannst dir wahrscheinlich schon denken, um was es heute geht. Heute geht es nämlich mal um diese 5 Ängste, die man hat, wenn es darum geht, auf Social Media irgendwie zu starten. Und ich möchte heute nicht einfach nur irgendwelche 5 Ängste aufgreifen, sondern selber welche, die ich einfach selber am eigenen Leib erfahren habe. Und wo ich selber den Prozess schon hinter mir habe, bei ein paar noch vielleicht immer wieder dran arbeite, und ich möchte einfach mal heute wirklich aus meinem Leben Praxistipps mitgeben, die dir dabei helfen, einfach auf dieses Thema Social Media besser klarzukommen und mehr mit deiner Story, mit deiner Message, whatever, rauszukommen und da einfach zu starten. Und die eine Angst, die bei vielen kommt am Anfang, ist gar nicht mal so, hey, wie andere denken oder was andere sagen, sondern dieses, wie denkt meine Familie und meine Freunde, die schon in meinem Umfeld sind, über das Thema, wenn ich jetzt rausgehe, wenn ich sage, hey, das Thema finde ich total cool und ich will da einfach posten, ich will darüber schreiben und so weiter. Und man malt sich natürlich aus, dass die dann entweder anfangen, über einen zu reden oder dass die irgendwie sagen, Gott, was machst du denn da? Hast du dir schon mal überlegt, was das für Auswirkungen hat und willst du wirklich über das Thema reden und so weiter? Aber da kann ich eine gute Metapher mitgeben, die uns allen bekannt ist, nämlich dieses Spotlight-Phänomen. Wir denken immer, wenn wir irgendetwas machen, dass sofort alle hinschauen werden. Dass so alle wie bei einem Unfall so sagen, oh shit, schau mal, was da passiert ist. Aber dabei hat jeder sein eigenes Spotlight. So, wenn du auf der Straße bist und du machst irgendeinen Quatsch oder so, der Großteil der Menschen beachtet dich wahrscheinlich nicht, weil sie total in ihren eigenen Problemen gefangen sind. Deswegen das Thema Familie und Freunde und alles drum und dran. Die ersten werden es wahrscheinlich nicht einmal bemerken, wenn du irgendwas postest. Die werden dann sehen, oh cool, da hat was gepostet, fertig. Aber die sind so in ihren eigenen Problemen, so in ihrem eigenen Leben drin, dass sie gar nicht dieses helle Licht jetzt plötzlich von dir sehen. Und das Beste, und das musst du eigentlich mal die Perspektive wechseln, ist eigentlich sogar, wenn die ersten Fans deine Familie und deine Bekannten sind. Weil aus dem Prinzip, die kennen dich ja schon. Und die können dir dann nochmal sagen, hey, die können dir ehrliches Feedback geben und die supporten dich auch am Anfang, weil am Anfang brauchst du Leute, die irgendwie dir mal sagen, hey cool, was du da machst, weil du selber die ganze Stunde in Zweifel drin bist, die Ängste noch bekämpfst und whatever. Und deswegen ist es schon mal cool, wenn deine Familie oder deine Freunde, meine Eltern schauen safe dieses Video an, Großmama und Papa. Und ich sage also, cool, die schauen es an, die supporten mich, geile Sache sozusagen. Und darauf gar nicht so sich zu fokussieren und sagen, was ist denn ihre Meinung, wie werden die das sehen und sonst was. Wenn ihnen das gefällt, werden die es anschauen. Wenn die es nicht gefällt, werden sie es nicht anschauen. Und die Leute, die dann sagen, hey, das finde ich total blöd, finde ich total kacke, bei Freunden zum Beispiel, dann weißt du auch, was für einen Freund du hast da. Wenn jemand dich da nutzlos hatet und einfach sagt, das ist totaler Scheiß, dann ist das auch kein wahrer Freund. Und dann hast du in der Hinsicht durch Content und das, was du machst, wofür du brennst, wieder ein Hindernis aufgedeckt, was du beseitigen kannst oder was du sozusagen abdämmen kannst, blöd gesagt. Und das ist eigentlich schon der erste Tipp, den ich dir da mitgeben kann. Und dann kommen wir auch schon zum zweiten Ding und das kann man gleich damit verknüpfen. Nämlich das, was ist, wenn andere anfangen darüber zu reden oder haten oder du mal wirklich Kritik bekommst von anderen. Und in einer Hinsicht, Kritik ist immer sowas total Geiles. Die Kritik, die ich bisher bekommen habe, hat mir immer dabei geholfen, besser zu werden, noch größere Videos zu machen, einfach mich weiterzuentwickeln. Und Leute, die einfach nur schreiben, hey, scheiße, da musst du immer denken, so die schreiben das jetzt nicht, weil du scheiße bist, sondern weil sie selber irgendwas daran sehen und es ihnen irgendwie was nicht gibt sozusagen und dass sie eifersüchtig sind und sie das irgendwie niedermachen wollen. Und das ist eigentlich der Hauptgrund von Hate. Und auch dieses Thema, dass andere über dich reden, also das war bei mir zum Beispiel krass am Anfang, habe ich gedacht, so mit Leuten, wo du irgendwie eine blöde Geschichte gehabt hast, wo irgendwie was auseinandergegangen und man hat irgendwie Kontakt, aber auch wirklich nicht so und man ist so bekannt, sag mal so, man versteht sich wirklich gut. Dass solche Leute dann das sehen
und dann entweder anfängt darüber zu, ah, guck mal, der Vollidiot, der hat da wieder was gepostet, oder das Haten, oder jedes Video mit irgendwas Blöden kommentieren, die komplett zerlegen und was auch immer, was man sich da ausmalt. Und diese Angst hatte ich am Anfang, wirklich, die hatte ich bei vielen Videos und dann habe ich mich lieber selber zensiert und habe weniger gesagt oder förmlicher geredet, anstatt dass ich ja irgendeinen Fehler mache und der rausgepickt wird und von jemandem, der mich irgendwie hasst oder mich nicht mag, komplett zerstört. Aber dann mit der Zeit habe ich gemerkt, diese Leute juckt es gar nicht, was ich mache. So, die haben was ganz anderes zu tun. Die schauen sich das vielleicht an, sagen dann, voll blöd. Vielleicht reden auch ein paar da draußen über mich und sagen, boah, was für ein Vogel, der spricht jetzt in die Kamera rein, der denkt jetzt, das ist was ganz Besonderes. Aber das erhalte ich nie. Ich habe das nie gehört, nie mitbekommen, nie sonst was. Und ich sag dir, wenn du es mitbekommst, dann ist es auch nicht schlimm, weil das gibt dir nur eine Bestätigung, dass du genau die Leute nicht erreichen willst und dass die für dich auch keine Rolle spielen sollten, weil es gibt Leute, die haten es. Und der Vorteil ist, und das ist das Geile eigentlich am Anfang, ist, am Anfang sehen voll wenige Leute deine Content, deine Videos oder whatever du postest. Man glaubt immer, die ganze Welt sieht es, tut sie nicht. Die Leute schauen mal, scrollen drüber, aber wenn du noch nicht groß bist, kommt auch kein Hate. Weil Hater, die wollen eine Plattform, die wollen irgendwo was, was groß ist. Das sind meistens so Leute, die halt irgendwie denken, jetzt sind sie Rebelle und da sehen sie irgendwas Großes, das wollen sie jetzt stürzen. So, das ist die Hauptintention. Und du bist einfach am Anfang nichts Großes. Du bist kein Angriffsziel für die. Du bist so ein kleines Mäuschen sozusagen, was unbemerkt durch die Welt rumflitzen kann. Und das kannst du für dich nutzen, um ständig was aufzubauen. Und dann, wenn du mal groß bist, dann juckt dich so eine Scheiße absolut nicht mehr. Oder ganz, ganz wenig. So, weil du selber weißt, du schaust dir die Videos an, hast vielleicht in der Zeit dann 300 Videos gemacht. Und die hatten tausende von begeisterten Leute, mega Kommentare, wo Leute sagen, danke, dass du die Videos gemacht hast. Und dann sagst du, sagt einer vielleicht, scheiß Video. Boah, bist du hässlich, whatever. Und dann denkst du dir, pff, also das ist ja jetzt auch nix. Das ist eine Person von Millionen und das bringt dich auch nicht mehr weiter. Deswegen mach dir nicht so Gedanken um dieses Thema Hate oder was Leute über dich reden. Weil es werden die meisten Leute gar nichts über dich reden. Und wenn, dann kannst du in Diskussionen einsteigen, kannst nachfragen, warum die das zum Beispiel nicht gut finden und daraus lernen. So, weil manchmal ist eine Kritik mega gut. Und manchmal ist auch eine Kritik einfach eine neue Sichtweise, wo du mitnehmen kannst. Deswegen mach dir da keinen Kopf, leg die Angst auf Seite. Dann hatten wir ja die Angst mit diesem Quatschreden. Und ich selber muss sagen, da habe ich am meisten gekämpft und kämpfe ich selbst heute auch noch. Weil wenn ich jetzt meine Videos anschaue, für dich ist es vielleicht cool, aber ich denke mir immer so, hey, das könnte man noch besser machen. Das hättest du klarer formulieren müssen. Boah, jetzt hast du schon wieder 5 Minuten geredet. Und für mich ist immer wichtig, für euch einen riesen Mehrwert in ganz kurzer Zeit zu liefern einfach. Und dadurch, dass ich so selbstkritisch bin, kann ich da immer wieder optimieren. Und ich sag mir einfach, ich mach's und schau dann, was passiert, wie ich das cutten kann und so weiter. Weil wenn du es mal gemacht hast, zum Beispiel das Video steht schon, dann kannst du es immer noch bearbeiten oder immer noch mal drehen. Und das ist der Vorteil. Lieber machen einmal, als dass du es gar nicht machst. Deswegen leg diese Angst von ich rede Quatsch weg und red von mir aus, mach 10-mal dasselbe Video. Und sag dir einfach, jedes Mal wird es eine Minute kürzer werden. Und dann wirst du am Ende, am Anfang hast du 10 Minuten gequatscht, am Ende hast du 5 Minuten gequatscht und hast es voll auf den Punkt gebracht. Und das ist ein Prozess, du redest am Anfang einfach Quatsch. Wir reden über dies, über das, über Ananas und nicht wirklich kommen auf den Punkt. Und das ist ganz normal, dass du erstmal denkst, dass du mit dir selber kämpfst. Doch das Wichtige ist einfach, dann wieder aufzurufen, für was du das machst. Du willst eine Community aufbauen oder du willst eine Gruppe, eine Bewegung starten, wo eine neue Richtung einschlägt, weil deine Stimme ist da draußen gebraucht. Deine Stimme will auch gehört werden. Und viele sehen das eben noch nicht, viele bekommen dich noch nicht mit, deswegen musst du so viel machen. Und deswegen musst du immer wieder und immer wieder posten, damit Leute dich entdecken können, sagen, geil, genau das habe ich gesucht, genau die Meinung bin ich auch. Geil, das verfolge ich, da will ich mit dabei sein. Und dann kommt es immer mehr. Deswegen mach dir da keine Sorgen, dass du am Anfang Quatsch redest. Das ist, jeder redet, das erste Video von mir, und das ist noch auf einem anderen Kanal, das kann ich mir selber nicht mal anschauen. Da habe ich, ich weiß nicht mehr über welches Thema, aber habe ich so eine gequälte Kacke gesprochen, wo ich mir denke, boah, dass das keiner angeschaut hat, wundert mich nicht. Und selbst jetzt, wenn ich jetzt von mir alte Videos anschaue, denke ich mir, puh, da habe ich jetzt schon viel Larifari gequatscht,
Aber zum Glück habe ich Feedback bekommen und zum Glück habe ich auch selbstkritisch da erkannt und habe mich weiterentwickelt. Und jetzt ist das Video, was ich jetzt mache, ist gerade das Beste, was ich machen kann. Dann mache ich das nächste Video, dann ist das Video, was ich jetzt hier gerade mache, wiederum schlecht und das Neue ist besser. Und das ist der Prozess einfach. Du musst dich da einfach diese Angst wieder beiseite legen und einfach mal sagen, ey, ich muss in diesen Prozess rein, weil du kannst nur besser werden, indem du es öfters machen kannst. Und da kommen wir auch schon zur nächsten Angst, ich glaube der vierten sind wir jetzt. Nämlich das Thema, wenn du selbstständig bist oder ein Unternehmen bist oder du hast einen Job oder sowas, dass dann Kunden abspringen oder Kunden plötzlich dann nicht mehr zu dir kommen und so weiter. Diese Angst, dass du, wenn du mal laut raussprichst, dass du unprofessionell wirkst. Und das Ding ist, jeder von uns ist unprofessionell. Und wenn dann ein Kunde sagt, boah, nee, wegen diesem Video will ich jetzt nicht mehr mit dir zu tun haben, will ich nicht mehr mit dir arbeiten, dann ist es auch gut so, weil der Kunde wäre so oder so abgesprungen. Da hättest du in der Zukunft vielleicht mehr Stress gehabt, weil das irgendwann dann hinterrücks irgendwie rauskäme, dass er irgendwie die Art von dir gar nicht mag und gar nicht deine Werte vertritt. Und du hättest dir den ganzen Stress ersparen können sozusagen. Und das Gute ist, und das kann ich dir nur mitgeben, es werden mehr Kunden dadurch kommen, als gehen. Weil viel mehr Leute dich einfach kennenlernen können. Das ist ja wie, beispielsweise, wenn du jetzt bei mir alle Videos anschaust, dann kennst du mich ein bisschen. Ein bisschen meine Art, denkst vielleicht, okay, da hat er mal einen guten Tag gehabt, da hat er mal einen schlechten Tag gehabt, aber du kennst mich grob. So, und wenn du mich kennst, verstehst du auch, was ich da spreche, warum ich das spreche und so weiter. Das ist wie ein Freund, der dazu dir spricht. Und es baut sich einfach über die Zeit aus. Und ich sag dir auch, egal was du machst und egal wo, du willst irgendwo erfolgreich werden, du musst irgendwann mal vor die Kamera. Das garantiere ich dir 100%. Und wenn du jetzt nicht anfängst zu trainieren, stehst du in der Zukunft irgendwann scheiße vor der Kamera. Bin ich komplett ehrlich. So, und ich trainiere bei mir zum Beispiel dieses spontane Reden nicht aus dem Grund, weil ich sage, ich bin faul, ich habe keinen Bock, mich vorzubereiten oder so ein Skript durchzulesen, auswendig zu lernen, sondern aus dem Prinzip ganz einfach, wenn ich spontan gut reden kann, bin ich sowohl bei Interviews, bei Gesprächen mit Kunden, bei egal was, wo ich bin, kann ich zu jeder Zeit bombisch sprechen. Und deswegen trainiere ich spontanes Sprechen und spreche auch einfach in die Kamera jetzt frei raus. Ich habe mir Stichpunkte gemacht, schau da gar nicht mehr drauf, sondern gib es einfach zu dir raus. Und das ist wirklich ein Prozess, der unheimlich viel fördert von dir, weil du selber lernst noch den Inhalt, den du rausbringst, du wirst besser im Sprechen und du wirst auch in dem ganzen Thema viel confidenter. Und deswegen gebe ich dir den Tipp, start einfach mal und blend mal diese Kunden aus, die deiner Meinung nach kritisieren sollen. Und sag dir sogar, ein paar deiner Kunden, die, wenn die dann deine Videos sehen, die werden dich total abfeiern. Die werden sagen, geil, was du da wieder geblacht hast. Das hat mir mega geholfen. Voll cool, dass du das gemacht hast. Danke. Und dann hast du da wirklich was geschaffen, wo die Leute sich drauf freuen. Und das ist das Wichtigste, diesen Mehrwert zu schaffen. Denk gar nicht an das Geld, die Kunden und was weiß ich alles. Red drauf los für Dinge, die dich begeistern, vor denen du brennst, weil es bringt nichts, wenn du einfach nur so Larifari drüber sprichst, sondern du musst wirklich dafür brennen, dass du sagst, darüber, das ist das Thema, da sprichst du so gerne drüber. Da kannst du stundenlang erzählen und dann machst du jetzt ein Video drüber und dann kommt das richtig super an. Und dann kommen wir zu der letzten Angst und das ist nämlich dieses, was ist, wenn mir der Stoff ausgeht? Also jetzt nicht der Stoff, sondern das Material, um Videos zu machen, die Ideen und alles drum und dran. Und da sagen viele, ah ja, aber das ist so begrenzt, mir fallen jetzt nur 5 Sachen ein oder 10 Videos ein und dann ist es schon vorbei, dann kann ich nicht drüber reden. Und das ist die Kunst ein bisschen auch von Content. Du nimmst dir ein Thema, bei mir ist es zum Beispiel Videomarketing, Social Media und das Ganze drum und dran, Content erstellen und mir ist das Thema ultra wichtig. Und das Geile ist, es ist so ein großes Thema, das ist ein Themenfeld, ist immer noch spezifisch, aber ich kann, egal was ich sehe, egal was ich mitbekomme, kann ich davon ableiten. Ob jetzt ich was lerne über Screenwriting oder ob ich Filmmaking irgendwas Neues lerne, kann ich dir beibringen, um geilen Content zu machen. Und du musst es einfach so sehen, dass du offener denkst und gar nicht so verschränkt bist mit den Themen. Mein Tipp ist auch, wenn du am Anfang bist, und du weißt schon mal grob deine Zielgruppe oder vielleicht ein paar Leute, die die Videos anschauen werden. So, wen du erreichen willst. Du musst ja irgendjemanden spezifisch erreichen wollen mit deinen Videos. Dass du die einfach mal hingehst und fragst, hey, das ist das Thema. Welche Fragen, was würdest du gerne wissen, können oder mal einfach mal gesehen haben? So, und schreib deine Liste und dann nimm dann die ganzen Fragen und mach dazu Videos. Kann die noch irgendwie catchy erstellen
Und dann entwickelt sich das alles weiter. Und je mehr du machst, umso mehr Fragen kommen dann auch. Zum Beispiel bei mir kam jetzt letztens eine geile, richtig geiler Kommentar von der Anja. Nämlich die hat sie gefragt, hey Felix, kannst du mal so einfach so Low-Budget-Filmmaking machen? Das interessiert mich ultra, kannst du da einfach mal Content machen? Und ich dachte mir, geil, Anja, vielen Dank für deine Frage, werde ich machen. Und da kommt in Zukunft auch noch geiler Scheiß. Und das ist das, die Kunst eigentlich. Erstmal zu starten, nimm alles, was du hast. Und wenn mein Video scheiße ist, scheiß drauf. So wie ich bei mir, ich könnte dir 5, 6, 7, 8, 9, 10 Videos zeigen von mir, die ich scheiße finde. Und genauso sind wieder welche gut. Und das kannst du nicht bestimmen. Du kannst nur machen und danach kannst du sehen, wie ein Video gut ist. So beispielsweise dieses eine Video von mir, das ist nicht viral gegangen im Millionenbereich, aber für mich viral gegangen. Nämlich ist das ist dieser Google-Kalender. Und bis heute verstehe ich nicht, warum das wirklich, ich versuche es immer zu analysieren, aber das war einfach ein Video, wo ich gesagt habe, boah, ich beherrsche Google-Kalender, ich habe da so eigene Tricks, ich mache da mal ein Video drüber. Habe es dann gepostet, ist dann plötzlich explodiert über 1, 2, 3 Monate und dachte mir, geil, hätte ich nie gewusst. Und so, das ist ja eigentlich die Kunst von Videomarketing. Und jetzt will ich dir am Ende nochmal was mitgeben, nämlich ich und ein Kumpel, der Alex Sio, den kennt ihr vielleicht schon, wenn ihr den Kanal folgt. Wir machen eine Aktion, nämlich wir nehmen ein paar Leute her, 1, 2, 3 Leute, die sagen, wir wollen starten mit Videomarketing auf YouTube einfach starten, Content zu machen und wollen da irgendwie raus mit einem Thema und wir wissen nicht wie und so weiter. Und wir wollen die unterstützen, jeweils immer einmal in der Woche, einfach so eine Stunde, wo wir callen, absprechen, Tipps geben und so weiter und denen dabei helfen, Content zu kriegen. Und wenn du Bock hast, einer der Leute zu sein, dann schreib einfach mal unten in den Kommentaren, du willst dabei sein, warum du dabei sein willst und dann melde ich mich bei dir und wir machen da was aus und schauen, dass wir dich auch voran pushen. Und sonst, wenn du nichts mehr von den Videos verpassen willst, abonniere den Kanal. Sonst, wir sehen uns bis nächste Woche. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und du konntest deine Ängste bewältigen, kannst frei davon sein und loslegen. Also, wir hören uns.